Willkommen zurück zu Aufgabe 7 der 5. Kampagne. Es geht darum, alle in Zielbereich A zu bringen und 16 bzw. 19 Gegner zu töten. Es ist sehr kompliziert, auf dem Bild zu sehen. Fangen wir mal hier oben an. Hier habe ich einen Stab einfach ins Nichts gebaut. Das geht, indem man einfach mit einem Seil hier oben connectet. Hier runterzieht, dann kann man hier das Metall bauen, das Seil löschen und dann steht es da. Daran habe ich das ein Seil befestigt nach hier an die Kiste mit einem Gewicht, damit die Kiste da rausgezogen wird. Das hier ist meine Stützkonstruktion für diese Brücke. Was ist noch? Hier ist was Bewegliches. Hier habe ich auch einfach ein Seil nach da gelegt, die Konstruktion gebaut, das Seil gelöscht, damit es frei steht. Ja, und hier ist sowieso auch einfach nur eine Brücke. Eine hässliche Brücke, aber eine Brücke. So, wo sind die Punkte? Er läuft hier automatisch hin, wirft seine Puppe hier hinten rein. Dann darf er runtergehen, hier das betätigen, damit das geöffnet wird. Und dann rennt er eigentlich zum Ziel. Er rennt ein bisschen im Kreis, weil ich dachte mir, warum nicht? Sie rennt hier hin, geht nach oben, schießt hier drauf, können den Schuss einmal zeigen, damit das ausgelöst wird, geht hier rüber, schießt dann hier rüber, wo dann die Fässer liegen werden, die hier sind, um das auszulösen und geht dann in den Zielbereich. Sie geht eigentlich voran und tötet die Gegner und geht dann in den Zielbereich. Und sie geht hier lang, bis hier oben, wirft hier die Granate. Einmal darüber, damit die beiden sterben. Einmal eine Granate hier unten rein, damit die sterben. Und Zielbereich. Relativ einfach. Ich habe dafür 6160 Materialien verbraucht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel ihr so braucht. Wäre doch sehr interessant, es zu vergleichen. Ah, er rennt auch nochmal hin und her da unten. Um dann als letzter in den Zielbereich zu kommen. An diesem Punkt sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.